Hey ho, meine Lieben, im Gärtle, vorm Gärtle noch. Leute, die letzten Stunden streichen wir jetzt einfach. Wir waren unterwegs in Kaufbeuren und haben Grills geholt. Ein Meilenstein, meine Weberkugeln sind wieder da. Dann auf der Post noch zwei Päckchen geholt. In der Bay war noch beim Shoppen gewesen. Hier noch ein bisschen Holz mitgenommen. Eben extra Feuerplatte, aber wir laden jetzt erstmal ganz schnell alles ab, dass wir das Auto auf Seite stellen können. Am Nachbargrundstück sind wirklich die Handwerker am Werkeln und die kommen gleich wieder und ja, dass die hier Platz haben, dass die Leute noch durchfahren können. Also, bis nachher. Also das Abladen, danach dann. So, jetzt machen wir die Gedenkminute. Wir haben jetzt alles reingeschleppt. Ja. Drinnen den Platz, was Manu gestern freigeräumt hat, den haben wir schon wieder vollgerümpelt. Nö. Ja, ziemlich. Ja, das muss alles noch aussortiert werden. Richtig. Also einiges von meinen Grillsachen dabei. Vieles dabei. Einiges an Kohlen wieder da. Moment, ich drehe mal die Cam. Die Kugel mit der Abdeckung, das ist ja die, wo ich mir aus Kleinanzeigen gleich geholt habe, nachdem die andere Weberkugel ja verräumt worden ist, dass ich ja nicht mehr hinkomme, die ich mir eigentlich redlich verdient hatte damals. Soll ich die Plane abmachen, mein Schatz? Kannst du. Und daneben meine umgebaute mit dem geilen Gestell. So wie ich es auch bei der Grillshow gebaut habe. Ich vermute mal, da passt kein Deckel mehr ordentlich drauf, dass mutwillig gegen diese Kugel in Mödingen noch dagegen getreten wurde. Muss ich so sagen, das Ding ist total krumm, da passt nichts mehr drauf. Da passt der Deckel einwandfrei, gell? Nee. Sollst vielleicht den Anschlusskamin rausnehmen. Dann sollte der Deckel einwandfrei passen, bei der. Siehst du? Ja. Und bei der anderen nämlich nicht. Ja. Tja, und mein kleiner selber gebauter Anzündkamin, der wurde ja damals auch noch zusammengetreten. Ja. Sorry Leute, aber das musste ich jetzt noch loslassen, das habe ich damals nämlich nicht gesagt. Das hatte ich ja leider erst im Nachhinein noch festgestellt. Ja, und schwarze, schmutzige Finger. Wir haben da hinten eine Seife. Ja. Und vielleicht haben wir jetzt gleich was zum Händewaschen. Ja, ich würde mal sagen, ich gebe Spatzel die Cam und fange dann mit dem großen Paket an. Und dann machen wir mit dem kleinen weiter. Wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen Holz. Feuerplatte ist natürlich auch da, also meine wichtigsten Instrumente sind da. Ich habe immer gesagt, wenn ich einen Grill mir aussuchen müsste von meinen, dann wäre es die Weberkugel. Und so ist es jetzt auch. Ja, Weberkugel normal zum Grillen, Weberkugel mit Feuerplatte, mit Aufsatz etc. pp. Das ist auch schon alles da. Moment, das zeige ich euch. Da ist mein Aufsatz. Für einen Drehspieß etc. pp. Der Wokaufsatz ist da. Da ist noch Touch-Oven drin. Ja, und so Kleinigkeiten. Da hinten liegt übrigens mein selber gebauter kleiner Anzündkamin. Ja. Den wird man nachher wieder brauchen. Gut, Leute. Ja, ich habe jetzt zwei Anzündkamine. Bei der Kugel war ja noch einer drin. Dabei. Ja. Sehr geil. Unser Radl haben wir jetzt auch ein anderes geholt. Heute, da ist Luft drin. Und ja, vielleicht bauen wir die Schubkarre dann noch zusammen. Aber jetzt kümmern wir uns dann erst einmal um die Kugel. Die hat hier bloß einen kleinen Dengelschaden. Aber mein Gott, das drücke ich nachher noch raus und gut ist. Die machen wir jetzt ein bisschen sauber dann. Und dann wird heute eigentlich nur noch gegrillt. Aber zuerst packen wir mal aus. Spatzel, was denkst du, könnte da drin sein?
Unser Waschbecken? Ja, das könnte sein. Unser neues Außenwaschbecken. Weil ins Klo mit rein wird es wahrscheinlich alles zu eng werden. Einmal ein niedliches kleines Waschbecken. Ach, das ist süß. Ja, das reicht. Abwasserschlauch, was weiß ich. Klump und Teufel. Da wird das Ganze eventuell drauf montiert. Oder ist es der Abwassertank? Weil da habe ich extra einen dazu, dass mich keiner hier anpissen kann. Die Säule, kennt ihr halt die Klappe. Und hier das Unterteil. Jo. Zum Pumpen, dass das Frischwasser hoch ins Waschbecken geht. Genau. Genau. Bauen wir nachher zusammen. Könnte funktionieren. Richtig. Könnte was werden. Sehr geil. So. Und dann? Ui. Ja. Und dann, ich weiß ja, von wem das Paket ist. Ich glaube, ich weiß es aber nicht ganz sicher, die haben, glaube ich, letztens auch ein Video gemacht damit. Die haben letztens auch ein Video gemacht damit. Ich meinte, da hätte ich was gelesen. Irgendwas aus der Heißluft heute. Ja, und schwuppdiwupp kriege ich den alten Karton. Jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Und wer es jetzt noch nicht erkannt hat, es ist ein Paket von der Grillshow. Genauer gesagt, von Christopher, dem Kameramann, dem ich ja die Weberkugel gebaut hatte. Und wir haben damals gesagt, oder ich habe gesagt, weil er immer gefragt hat, was ich haben will, lass gut sein, irgendwann kommt irgendwas. Ja, genau. Und das ist jetzt hier drin. Ui. Also erstmal viel Müll. Geil. Zünden. Ja, eine Johnny-Maske. Geil. Das ist mal sehr geil. Das ist mal richtig, richtig geil. Ey, da ist mehr drin, als ich gedacht habe. Da nehme ich doch gern den Müll in Kauf. Habe ich kein Problem damit. Was haben wir hier drin? Oh. Was haben wir hier Geiles drin? Was haben wir hier Geiles drin? Schräubchen. Ich weiß es nicht. Hört sich auf jeden Fall an. Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist das Dreibeingestell. Jetzt können wir uns eigentlich noch ein zweites Dreibein aufbauen. Aber das ist geil für unterwegs. Also das ist mal richtig, richtig geil. Das ist mal richtig, richtig geil. Also das werden wir bestimmt einmal für unterwegs verwenden. Besonders wenn ich mit dem Alex unterwegs bin. Weil da wird mit Sicherheit auch mal was kommen, ne? Und? Moment. Hier ist er. Der Spalter. Oh. Jawohl. Ich habe vom Christopher den Spalter bekommen. Sein privater, persönlicher war das. Egal, der funktioniert ja. Holznei, draufhauen, gespalten. So sieht er aus. Sehr, sehr geil. Ja, da freue ich mich natürlich drüber. Vielen, vielen Dank. Ja. Ja. Ja, da passt es ja mit dem Holz. Genau. In diesem Video werde ich jetzt noch kein Holz spalten. Nein, 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 nein. Erst die Feuerplatte und die muss ich zuerst noch ein bisschen renovieren. Deswegen kommt das Zeug heute alles auf die Seite. Und jetzt machen wir erstmal die Weberkugel fertig, sauber. Ich baue unser Mini-Waschbecken zusammen. Genau. Und Leute, dann geht's weiter mit einem schönen Grillerchen. Weil mehr machen wir heute gar nicht mehr. So, Freunde. Und jetzt
probiere erstmal das Waschbecken aus. In die Seifenspende ist leider ja noch nichts drin. Endlich schön wieder. Oh, die Luft muss erst raus. Ja, so kann man sich doch die Hände waschen. In artgerechter Haltung. Und fit wird man dabei auch noch mit den Fußpumpen. Weil dann haben wir nämlich hier nebendran keine Seife drin, richtig, kein Dreck, kein gar nichts und gut ist. Das stimmt. Ach, ach, funktioniert. Funktioniert. Wo ist jetzt meine Gießkanne? Weil ich gehe jetzt nämlich, schnell die Banane gießen. Weil die hat Durst, hat sie gesagt. Ach, so. Und bevor wir abhauen heute, kriegt sie nochmal die Gießkanne voll. Ja. So. Gut. Gut. Machen wir Grüße aber. So, meine Lieben. Die habe ich ja zuletzt im Einsatz gehabt bei meinen Eltern, wo ich meine die Gans gemacht habe, damals Weihnachten. Vor 2 Jahren war das, glaube ich. Und die hier habe ich ja nur so, wie sie ist, abgeholt, gekauft, abgeholt und fertig. Und deswegen mache ich da jetzt erst einmal ein richtig schönes Freudenfeuer rein. So. 4 Anzünder habe ich schon unten rein. Jetzt füllen wir erstmal den Anzündkamin. Und zwar mit einer ganz speziellen Spezialmischung. Sozusagen. Unten ganz einfach ein paar Grillis rein. Na gut. Von denen waren auch noch ein paar Kohlen drin. Die hauen wir auch noch mit rein. Die Scheißdinger brauche ich gar nicht. Dann die anderen Kohlen von mir, die gebrauchten. Und weil es so schön war, ja, endlich wieder die Bambuco von MacBriquette. Ja, der Karton ist auch schon ganz schön ausgeglichen. Da schmeiße ich jetzt auch noch eine Ladung oben drüber. Die geben ja bekanntlich besonders viel Hitze ab. Und genau das will ich jetzt heute, um den Grill auszubrennen, einzubrennen, sauber zu brennen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ja. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Spatzel, Feuerzeug, anzünden. Du hast die Ehre. Dann verbrenne ich mir die Finger nicht. Das genau. Reicht schon. Dankeschön. So. Und jetzt lassen wir erstmal den Anzündkamin schön durchglühen. Jetzt war ich gerade kurz an dem und naja, danach hat Spatzel gesagt, ich soll es nicht so gnadenlos übertreiben. Dabei habe ich doch bloß noch ein paar Kohlen, was ich da drüben drin gefunden habe, drauf. Wie gesagt, ich will das Ding gnadenlos ausräuchern heute, ausbrennen. So, Freunde, Engelchen ist schon dabei, die Paprikas vorzubereiten. Was gibt es denn sonst noch alles Leckeres? Oh, da fragst du mich viele Sachen. Viele schöne Dinge. Schöne Steaks. Ja. Mit einer schönen Biermarinade. Ja. Und einmal, glaube ich, Paprika. Okay. Dazu gibt es einen schönen Kartoffelsalat mit Gurken. Den haben wir beim Metzger mitgenommen. Genau. Schöne Semmelchen dazu. Ja. Und was haben wir noch? Keine Ahnung. Kräuterbutter,
Ketchup. Ja, das hört sich nach einem guten Festmahl heute an. Ja. Ja, gut. So, Freunde, mittlerweile neigeschüttet und ja, dass sie wirklich noch sauber durchglühen können. Aber was mich heute besonders ärgert, gerade mit dem Grillrost, ich habe keine Schrubbelbürste bis jetzt noch da. Ich muss zu Hause wirklich suchen, wo meine Schrubbelbürste ist. Und ja, was kann man dagegen machen? Richtig. Noch normale Holzkohle drauf. Dass wir wirklich eine Höllenglut kriegen, um das Grillrost. Es sieht nicht unbedingt gerade so lecker aus, richtig sauber abzubrennen. Gnadenlos heute, gnadenlos. Und wenn es denn glüht, ist mir es auch egal. So. So Leute, dann ist es soweit, dass ich die Kohlen ein bisschen verteile. Oh, ich habe schon lange mal so eine Höllenglut gehabt. Oh. Und das Gitter ist wirklich nicht unbedingt sehr lecker. Darum brennen wir das jetzt erst einmal komplett ab. Ja, da muss ich auch noch Hand anlegen, dass das ordentlich drin liegt. Ja. Lüftung komplett auf und erst einmal ordentlich durchglühen lassen. Schauen wir mal. Oh ja, Thermometer über 300 Grad. Gefällt mir. Ein bisschen auf Seite gehen. Ja, so langsam. Aber sicher. Ja, noch ein bisschen und dann können wir den Grillrost ein bisschen abschaben, sauber machen halbwegs. Die Kohlen auf eine Seite indirekter Bereich mit einrichten, runter regulieren und dann geht's los. So Leute, wir haben gerade den Grillrost darüber boxiert zum Saubermachen, Sauberschrubbeln. Und währenddessen, also ich komme da drüben gleich dazu, tue jetzt hier mal schnell noch die Kohlen auf eine Seite und dann kann ich den Grill ein bisschen runter regeln. Das ist natürlich viel zu viel Hitze, aber dank der Weberkugel kann man das ja wunderbar regulieren. Oh, ich glaube, ich hole meine anderen Handschuhe. Oh, viel besser. Kontrollieren. Ein bisschen weiter zu. So. Und jetzt schauen wir, dass wir ihn runterregeln. Ich weiß gar nicht, wie man einen Grillrost so versauen kann. Aber Leute, wisst ihr, was ich mich gerade frage? Wo ist mein Edelstahlrost? Weil den weiß ich, dass ich mitgenommen habe. Da muss ich jetzt echt eventuell heute noch mal in den Keller schauen. Dass ich den nämlich mit rausbringe. Jetzt bloß kurz noch mal die Ränder hier machen. Dass wir da den Schmodder auch noch wegkriegen und gut ist. Ja, so mag ich das. Da brennt der Schmodder weg. Und nachher noch die andere Seite. Kurz abdingern und dann können wir hoffentlich endlich gleich was draufschmeißen. Ha, was man nicht so alles verwenden kann, um einen Grillrost halbwegs keimfrei zu kriegen. Aber Leute, ich sag's euch, ich muss da räumen, im Keller suchen. Und das mache ich morgen Vormittag. So, meine Lieben,
230 Grad Temperatur sinkend. Ah, meine geile Bräukenzange ist auch wieder da. Erstmal die Paprika. Ja, die Steaks kannst du mir auch gleich geben. Ja, mache ich sofort. Dann hauen wir hier gleich einmal die Paprikas ins Ecknei. Und die Steaks auch dazu in den direkten Bereich. Dann kann man sie immer noch auf den direkten schmeißen. Na, komm raus, du Feigling. Was ist denn? Was ist das denn? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Das legen wir halt hier mal längs hin. Ja. Auf alle Fälle sind es Fleischlappen. Ja, das ist fast was gesagt. Wildorner, ja, gewachsen. Und das letzte haben wir danach dann noch drauf. Oder warte. Schiebe ich das noch ein bisschen rüber. Ja, das kriegen wir schon noch drauf. Geht alles, wenn man nur will. So Leute, von beiden Seiten indirekt angetoastet. Ich reiße jetzt gleich hier unten nochmal voll auf. Hui. Und dann hauen wir das jetzt noch mal direkt drüber. Und dann ist auch schon gut und fertig. Also umdrehen natürlich auch nochmal. Geht es auch relativ schnell. Dann können wir auch schon essen. Also mir reichen meine Paprikas so. Ja, glaube ich, ich darf es noch. Das ist für mich wieder normales Grillen. Ja, da hat der Grill definitiv mehr Bums auf der Seite. Im hinteren Bereich sowieso. Das reicht. Ich mache jetzt oben und unten komplett zu, dass er komplett ausgeht. So wie immer. So Leute, und so sieht unser Essen heute aus. Schön wieder mit Kräuterbutter, Kartoffelsalat mit Gurken, wie gesagt vom Metzger. Ich finde den sehr lecker, haben gerade schon mal probiert gehabt, Paprika dazu. Und ja, sozusagen unser 2-Jahres-Menü. Hat mir gerade mein Spatzel gesagt, 2 Jahre. Oh. Hey, die Zeit vergeht, Leute, die Zeit vergeht. Das ist ja der Hammer. Oh. Jetzt hat sie 2 Jahre wirklich warten müssen, bis ich richtig zum Grillen loslegen kann.
Danke schön. Meine persönliche Meinung, wenn man so ein Steak erst im indirekten Bereich vorgrillt und dann kurz auf die Glut legt, dass es noch ein bisschen Farbe zieht, schmeckt es irgendwie ganz anders, als wenn man es direkt nur auf der Glut grillt. So macht sie da drüben. Schon, gell? Das stimmt. Weil solche Steaks haben wir ja letztens auch schon mal gehabt. Aber Leute, das schmeckt irgendwie ganz anders. Wenn man natürlich viel grillt, dauernd grillt, dann fällt es einem schon gar nicht mehr auf. Aber wenn man so wie wir jetzt endlich mal wieder raus und ja, dann fällt es mal wieder direkt auf. Ich genieße es. Leute, ich genieße es. Es ist so brutal geil wieder. Oh, schön. Aber jetzt erstmal in Ruhe. Ist das schön? Ja. Einfach bloß noch den Abend ein bisschen genießen. Genau. Und bis wir jetzt daheim sind, ja, wieder nach 8. Deswegen habe ich ja gesagt, kein Livestream heute. Und morgen der Samstagstream. Kann sein, dass auch ein bisschen später kommt. Ja. Morgen, was ist morgen angesagt? Morgen bekommen wir Besuch. Da kommt noch eine klitzekleine Lieferung hierher. Schauen wir mal, bis wann er kommt. Wann er kommt und ob wir da auch noch ein Grillerchen machen. Ach, bestimmt. Ja, hoffe ich doch. Also irgendwas fällt uns morgen ein. Aber hier viel mit Arbeiten morgen. Nö. Vielleicht mache ich den Lichtschalter. Und verlege das Kabel. Und baue die Schubkarre zusammen. Und schleife das Messer für den Rasenmäher. Aber das war's dann. Zu mehr habe ich morgen definitiv keine Lust. Punkt. Ja, so ist es. Ja. Wir haben jetzt die ganze Woche gewütet. Heute noch so lange unterwegs gewesen, das Zeug holen. Die letzten 2 Tage chillig. Und am Sonntag kommen wir erst geil raus. Oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. So sieht's aus. Dann packen wir jetzt so schön langsam zusammen. So langsam, ja. Und werden dann nachher heimfahren. Dann werde ich dieses Video noch schneiden, dass ihr das noch angucken könnt heute am Samstag. Die anderen vielleicht erst, am Freitag. Die anderen vielleicht erst Samstag oder Sonntag, egal. Aber die Weberkugeln sind da. Es geht steil aufwärts. Definitiv. Ja. Einige Arbeiten sind noch, bevor wir wirklich mit einem großen Griller rein loslegen können, aber das wisst ihr ja selber. Eins nach dem anderen. Wie gehabt. Ab jetzt geht's wieder langsamer weiter. Hier genau. Im Gärtchen. Ja. Tschüss. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Und meinen Bauhelm lasse ich heute hier.